Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Diesmal den Insta-Show von BenQ. Nicht wundern, der war schon mal offen, oder? Ja, der war schon mal offen. Den habe ich zur Verfügung gestellt gekriegt, um Videos darüber zu machen, um euch das zu zeigen. Wir werden den auch benutzen. Zeige ich euch auch, wie es funktioniert und alles. Also nicht wundern, wenn es jetzt nicht so fachgerecht drinne liegt. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht reingeguckt. Und wie gesagt, es war schon offen. Es war schon bei einer anderen Presseagentur oder bei einem anderen YouTuber, Streamer oder was weiß ich, der sich das angeguckt hat und Videos darüber gemacht hat. Wir haben hier vorne halt den Insta-Show drauf. Besteht aus diesen beiden, Sender und Empfänger. Und hinten an der Seite haben wir dann auch nochmal Bilder. Kann man am Laptop ranmachen oder am PC. Und dann kann man connecten. Dann connectet der mit der Basisstation. Und die kann man dann an einen TV oder an einen Beamer anschließen. Wir haben auch noch einen Beamer, da werde ich auch noch ein Unboxing machen. Und dann werden wir das mal testen. Aber erstmal packen wir aus. Zack. So. Packt das erstmal alles beiseite. Wir haben halt einmal den Empfänger. Oder? Was ist das? Denke ich mal, dass es der Empfänger ist. Dann haben wir den Insta-Show. Einmal hier. Also der Sender. Und hier haben wir noch einen Sender. Oder einen Empfänger. Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Wir haben zwei drinne. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist definitiv, wir haben zwei Sender mit drin. Das ist ja geil. Ich habe gedacht, da ist nur ein Sender mit drin. Aber wir haben zwei Sender. Insta-Button, Insta-Button, WDC, 10T. Sind beides Insta-Button. Geile Sache. Also das wusste ich nicht. Ich dachte, einer ist mit drin. So, dann haben wir hier noch, ich packe das mal ein bisschen rüber, Kabelei, die gucken wir uns auch gleich noch alles an. Dann haben wir hier noch einen Kasten, mal gucken, was da drin ist. So, hier noch ein Kästlein. Guck auch mal sicherheitshalber rein, ob hier an der Seite noch irgendwo Kabel sind. Nö, das war's. Müssen wir nur gucken, wie wir das hier heile wieder rinkriegen. Achso, der muss rein. Ein Lückenfüller sozusagen. So, dann räumen wir den mal beiseite. Also zweimal Insta-Show, also zweimal den Button zum Senden. Und was haben wir hier drin? Ich will es vorsichtig aufmachen. Ich will das nicht auseinanderruppen, weil es kriegt ja noch jemand anders. Ja, dann müssen wir das Klebeband hier so rumkleben. So, dann machen wir das hier rein wieder in die Packung. Ach, das ist die Halterung. Also, dass man praktisch auf dem Tisch die nicht rumfliegen hat. Ich kann die ja auch schon mal reinmachen, dann kann ich euch das zeigen. Also, wenn ihr jetzt hier Pressekonferenzen Konferenzen macht und ihr den Show nicht braucht. Wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das? Muss ich mal gucken, wo hier oben unten ist. So, dann kann man die hier reinmachen. So. Und dadurch steht er dann halt so auf dem Tisch. Da kommen wir dann im Hardware-Video dazu. So, jetzt haben wir hier noch. Was haben wir denn hier noch alles mit bei? Wir haben eine Anleitung mit bei. Oh, ist ja geil.
Also da muss ich sagen, an alle gedacht, wa? Ich habe gerade was gesehen. Hier haben wir dann auch eine Beschreibung, was alles mit drin ist. Insta-Button sind zwei drin. Dann ist die Basisstation plus eine Halterung, die kommen wir gleich dazu. Zwei Antennen sind mit bei. Cradle, also die Halterung. Dann ein Netzteil, ein Video, also das scheint ein, ja, ich meine, denkt man, die meinen HDMI. Round, Double, Quick, USB, Schrauben. Okay, also da bin ich mal gespannt. Und was haben wir hier noch? Also das ist die Anleitung. Englisch, Französisch, Espanol, Deutsch, Italienisch. Oh, die zähle ich jetzt nicht alle drauf auf die Sprachen. Es ist auch Polnisch, Niederländisch, Tschechisch, Russisch, Portugiesisch, Türkisch, Dänemark ist mit bei. Haufen, was ich nicht lesen kann. Also ist ganz, ganz viel mit bei. So, okay, aber dann machen wir das erstmal wieder rein. So. So, dann haben wir hier die beiden Antennen mit bei. Dann haben wir hier eine Halterung mit bei. Das ist für den, also für den Empfängerteil, dass man es dann am Fernseher hinten an der Halterung oder am Beamer irgendwo in der Nähe oder am Tisch irgendwie festmachen kann. Am Fernsehtisch, PC-Tisch, was weiß ich. Das wird dann hier hinten rauf gemacht. Man kann es dann entweder kleben, wenn man das möchte, oder mit einem Klettband kann man das befestigen. Also für alles ist was mit bei. Dann haben wir noch vier kleine Klebeteile. Ich glaube, das sind, die sollen, ah, okay, jetzt weiß ich, was das sind. Die will ich aber nicht festkleben. Das sind Standfüße. Die sind auch so ein bisschen hier, sieht man das? Dass sie so ein bisschen so eine leichte Neigung haben. Die kann man dann hier in die einzelnen Ecken kleben, falls man es auf dem Tisch oder irgendwo hinstehen haben will, weil hier ist nur Plastik. Dass man dann halt praktisch, ja, gummiert hat. So, dann haben wir Schrauben mit bei, falls wir das an die Wand machen wollen. Dann haben wir einen USB-Kabel mit bei. Und zwar Mini. Mini-USB auf Normal-USB. Der ist mit bei. Dann haben wir einen USB-Adapter bzw. einen Verlängerer mit bei. Dann haben wir einfach Normal-USB und hier so eine Buchse, falls wir USB verlängern möchten. Und den brauche ich jetzt nicht auspacken. Ich habe genug HDMI-Kabel. HDMI-Kabel ist auch, obwohl den brauchen wir wahrscheinlich doch, denn ein HDMI-Kabel ist auch mit bei. Dann kommen wir jetzt mal zu, ja, einmal einen deutschen Stecker. Und der mit dem Plastinöpel oben dran, der ist, glaube ich, England. Könnt mich ja gerne verbessern. Ich glaube, der ist England. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte sagen, dass das England ist. So. Da fehlt aber noch was. So. Und, ach so, dafür ist der USB. Okay. Gut. Dann machen wir das mal hier wieder rein. Und den machen wir ganz einfach rauf. Der hat hier so Führungsschienen. Und jetzt muss man gucken, wo oben und unten ist. Genau. Hier ist so ein Loch. Sieht ihr das? Der kommt dann einfach nach vorne. Hier rein. Und dann wird er einfach raufgesetzt und dann ist der fest. Muss man so ein bisschen wackeln. Zack. Seht ihr das? Und dann ist er fest. Und wenn man den locker haben will, wenn man dann ins Ausland fährt zum Beispiel, dann drückt man hier in der Mitte den Knopf. Macht ein bisschen nach unten und dann ist der auch auf. So, aber wir machen erstmal wieder fest. So. Das soll es jetzt soweit fürs Unboxing gewesen sein.
Wir gucken uns die Hardware im Hardware-Video gleich ganz genau an. Und zwar, weil da so viel mit bei ist, machen wir das lieber in einem einzelnen Video. Dann zeige ich euch die ganzen einzelnen Komponenten nochmal. Das ist massives Metall hier. Und dann wollen wir den auch nachher noch benutzen. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Wenn es euch gefreut hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.